Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterten Motorradfans, und willkommen jetzt zurück zu Let's Play Wide 3. Heute habe ich mir gedacht, komm, Tripmaster, Reisen mit den Naked Bikes, die schönsten Straßen im Sattel erleben. Naked Bikes, die wurden für den reinen Straßengenuss entwickelt und eignen sich perfekt für die Stadt und einen Sonntagsausflug auf kurvigen Bergstraßen. Die erhöhte Sitzposition sorgt für ein komfortables Fahrgefühl, während man die Aussicht genießen kann. Der breite Lenker ermöglicht ein schnelles Reagieren auf unerwartete Unebenheiten im Asphalt. Manche bezeichnen sie als entspannter als Bikes mit Verkleidung, und tatsächlich ist dank ihrer guten Beschleunigung, Agilität, hoher Fahrspaß garantiert. Es ist egal, wie viel PS du hast, solange du genügend Leidenschaft an den Tag legst. Da haben wir ganze 5 mit wieder mal einer Meisterschaft am Ende. Wir fahren natürlich mal wieder auf Teneriffa und wir haben da auch als ganz was Wunderschönes eine wunderschöne Ducati. Die möchte ich am liebsten erstmal komplett umbauen lassen. Einmal durchgeführt kann er nicht mehr rückgeben. Ja, den Kauf möchte ich gerne investieren. Und damit haben wir das Ganze jetzt mal umgebaut. Habe ich so vorher mit euch auch noch nicht gemacht. Damit brauchen wir nur noch ein Hochleistungsöl. Und noch eine gute Radfelge. Oder auch nicht. Alles klar, das ging jetzt im Schnelldurchtakt. Also wir haben die Ducati jetzt mal richtig aufgetunt. Auf gut Deutsch gesagt. Und mit der werden wir jetzt das Ganze vollständig attackieren. Jetzt ernsthaft. Toll. Toll, ich habe gedacht, mit der kann ich das machen. Okay, dann kaufen wir uns eine neue. Was haben wir denn noch nicht? Eine BMW? Eine Yamaha oder eine KTM wäre mal nice. Eine KTM wäre nice. Hier eine... Oh, die geht ab. Österreich, natürlich Österreich, deswegen KTM. Das ist eine Suzuki, haben wir schon. Ohne Yamaha. Moment, was haben wir denn da, was haben wir denn da zur Auswahl? Ist auch wieder Renault, okay. Eine Street Rally. Die reizt mich schon. Komm, die kaufe ich mal. Die kann ich jetzt hoffentlich auch benutzen, oder? Darf ich die benutzen oder nicht? Ansonsten geben wir weiter Geld für neue Bikes aus. Warum nicht? Moment, ich sollte mal kurz gucken. Ich darf die benutzen. Ja. Die darf ich benutzen. Was sind denn hier die Voraussetzungen? Einfach mal ganz kurz. 300 bis 700 pp. Da sind wir eigentlich locker mit drin. Das habe ich natürlich nicht aufgeschoben. Warum auch? Wir fahren einfach mal mit der. Vielleicht sagt die mir zu, vielleicht sagt die mir nicht zu. Deswegen abwarten. Wir schauen einfach mal. Ich habe die jetzt genommen. Die gefällt mir auch. Die Lackierung gefällt mir eigentlich auch. Ich mag so schwarz, dunkelblau oder nur ein bisschen gelb. Gelber Touch. Da ist eigentlich alles drin. 2014 wurde die sogar gebaut. Irgendwie so ein paar Sachen für die Leute, die das brutal interessiert. Könnt ihr natürlich nebenbei auch lesen. 188 Kilogramm ohne ABS. Aber Teneriffa, ja, das kennen wir schon. Das ist dieser wunderschöne Berg. Das ist ja nichts Neues. Wir bearbeiten mal wieder das Setup. Getriebe. Oh ja, auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Kommt auch drauf an, was für ein Layout wir jetzt fahren. Okay, das Layout. Okay. Oh, das Dampf unter der Haube. Der Sound ist auch mal gar nicht so verkehrt. Und die Kurvenlage, oh, ist die geil. Alter! Aber vorne die Verkleidung sieht hässlich aus. Alter, wie liegt die in der Kurve?
Ja, also ein Rennen ohne Konkurrenz ist ja langweilig. Ist sogar sehr langweilig, deswegen gehen wir mal hoch auf 100. Komm. Ich weiß nicht, was bin ich hier sonst immer gefahren? Ich habe das Gefühl, dass wir leicht überpowered sind. Gut, das werde ich jetzt gleich nochmal merken. Alter, kann ich auch fast auf Maximum gehen, oder was? Wir fahren mal weiter. Wow, haben wir Glück gehabt. Alter, eine Kurvenlage. Gefällt mir. Ja, aber in der Beschleunigung verhungert die wieder. Sehr spät gebremst. Aber da mache ich die entscheidenden Meter wieder gut. Weil ich in der Beschleunigung liegen lasse, mache ich dann wieder weg. In den Kurven. Boah, gute Bremswirkung auch. Die macht Bock. Allgemein, dieser Kampf wird glaube ich wieder richtig Bock machen. Oh, herrlich. Mir gefällt ja auch der Sound der Maschine. Das war die Problemecke. Ey, ich bin gewillt. Wir gehen auf Maximum. Wir gehen sowas von auf Maximum mit der KI. Zum ersten Mal. Auf Maximum. 120 Maximum. Das gefällt mir so gut, dass das so viel Bock macht, dass ich das mir jetzt mal zutrauen möchte. LOL. Okay. Das war alles fair. Alter, 7/10 Vorsprung. Und das Ding ist nicht mal getuned. Wir haben es nicht mal abgegradet. Das ist nur Setup, was ich bisher gemacht habe. Das war fast zu schnell, Eingang.
Alter, wollte ich diesmal ein bisschen warten mit dem Gas. Drei Runden, ne? Mit den drei Runden werde ich meine Vergnügen haben. Mit dem Bike habe ich das Problem wieder nicht mit der Bremse. Das war wirklich von dem einen Bike die größte Schwachstelle. Für mich. Weil das Ding lässt sich fahren wie eine Eins. Es hat einen geilen Sound. Es hat eine geile Fahrphysik. Gefällt mir. Runter da! Hat mir jetzt Zeit gekostet. Und oh, ordentlich. Wow, warum sind die keinen Grip? Aber die kommen noch mal ran. Also ein sicheres Ding ist das nicht auf 120. Und das auf keinen Fall. Die Kurve gefällt mir gar nicht. Nur 4 Zehntel. Ist auch noch mal näher rangekommen. Ich glaube aber, der Abschnitt, wo er meistens verliert. Das war doch nicht so einfach. Weil doch kleine Fehler drin sind. Die müsste ich abstellen. Fahre ich dann doch über meine alte Linie. Nicht zu weit raus, kostet noch mehr Zeit. Oh, der ist dran. 19. Der hat jetzt nochmal richtig angezogen. In der zweiten Runde. Nein, runter da, runter da! Oh, das kostet Beschleunigung. Bis zu einem gewissen Punkt. Zu früh aufs Gas, zu früh! Oh mein Gott. Alter, ich bin so fokussiert, so konzentriert. Da kommt der an uns vorbei. Oh, Philipp, Rhythmus finden. Rhythmus finden. Tick zu weit rausgekommen.
Das war nicht fair. Das war fairer sogar. Oder zwingt er mich ein bisschen zu beschleunigen? Hassecke? Gut, das hätte auch anders ausgehen können. Knapp vorne. Ausgebaut. Nein. Oh, was schönes Battle. Oh, aber ein richtig schönes Battle war das. Oh mein Gott. Das war richtig geil. Boah, das hat Bock gemacht. Da waren so viele Fehler dann drin, wo ich eigentlich vorne war. Und dann in der letzten Runde alles oder nichts. Das war geil, das war ein geiles Ding, ey. Das hat mir richtig gefallen. Alter Verwalter, das war geil. Das war geil. Auch wenn es nur zweiter Platz war, das war geil. Nächtliche Runde um den See, am Garda Lake. Ja, das fahren wir auf jeden Fall auch noch. Das sind meine absoluten Lieblingsbänder. Bisher. Die Maschinen sind geil. Top Speed ohne Ende. Ach, das war das, okay. Das macht Bock. Das hat richtig Bock gemacht. Das macht Bock, ey. Also, wenn ich nichts erzähle, dann macht es richtig Bock. Dann genieße ich das wirklich. Dann genieße ich das richtig. Und das war auch cool hier. Mit dem Berg, wo ich dann eben im Tunnel mal umgefallen bin. Aber Teneriffa, das ist mit dem Berg? Ich weiß auch nicht. Man fährt das zwar relativ häufig, aber es macht immer wieder Bock. Oh, ja, noch bei Nacht. Oh, jetzt holt er aber alle Register raus, oder? Komm, 100. Jetzt bin ich größenwahnsinnig. Ich merke das schon. Moment. Aber die Federung muss sein. Und Getriebe auch. Kürzer. Das war hier nicht so mit so viel Topspeed, glaube ich. Go. Bei Nacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwie durchgekommen. Alter, schaut euch das doch mit dem Wasserfall da an. Oder mit den mehreren Wasserfällen. Ist, da haben wir gar nichts dazu zum Genießen. Haben wir keine Zeit zum Genießen. War aber geil. Also optisch gesehen richtig nice. Wow! Au. Ey, das will ich nochmal fahren. Ey, nur wegen dem Wasserfall will ich das nochmal fahren, ey. Das war schon episch genug. Bei dem Tunnel bin ich auch mal geflogen. Das war geil. Und dann noch die Nacht. Perfekt. Perfekte Atmosphäre. Er gibt Gas. Das ist echt ein super Panorama. Die macht zu. Okay. Okay, den beschleunige ich aus. Den vor mir auch. Wow, ja, ich wollte eigentlich nicht vom Bike runter.
Ah, das war eine schnelle Kurve, okay. Ich hab's eigentlich gesehen. Trotzdem fahr ich da rein. Egal. Egal. Wir rollen das Feld eh wieder von... Ja, wir rollen das Feld sowieso auf. Also eigentlich ist es 100 ja auch noch zu wenig. Mach deine scheiß Spiegel bitte ab. Das blendet. Genau du. Der erste hat einen kleinen Vorsprung. Okay, mach die Tür noch weiter auf. Wow, gerade so gehalten. Auch hier fahren wir wieder 3 Runden. Das Gefühl, dass die Parts länger werden. Yo! Der hat mich da voll eingedrängt, Alter. Ich versuche das jetzt noch einmal. Wenn nicht, dann machen wir das Rennen beim nächsten Mal. Ich versuche das aber. Letzter Anlauf. Und sonst nehme ich mir das echt fürs nächste Mal auf, weil das macht Bock. Danke. Ja, ganz ohne Berührung geht's halt doch nicht. Hier bremse ich jetzt auch wieder anders an. Ja, so dass es das dann auch nochmal untersteuert. Hat es beim ersten Rennen dann nicht gemacht. Das heißt leider, zu klug eigentlich. Wow. Ich hatte eigentlich im Kopf, dass ich das Ding nicht berühre. Boah, dass wir draufbleiben hier auf dem Ding. Keine Berührung. Nicht zu weit, ja, nicht zu weit, denn genau deswegen. Er hat es genau vorgemacht. Ja, da möchte ich auch nicht unbedingt stehen, wenn die hier ran, lang düsen. Ich sehe jetzt keine Schuld, dass der da runtergeflogen ist. Die Kurve war scheiße. Die zugemacht hat. Genau wie die, aber... Wir sind trotzdem locker jetzt Erster. No! Okay, 19. ist jetzt viel. Oha, die macht richtig zu! Okay, das war jetzt eine Runde. Boah, knappe 3 Minuten. Ja, wenn ich hier jedes Mal neu starte nach der ersten Runde, ja. Dann kommt da einiges zusammen. Ich möchte mal so 1,20 eigentlich nur aufnehmen. 1,20, 1,30 eigentlich 4 Parts daraus machen. Aber aktuell werden es immer 3. Es kann durchaus sein, dass im nächsten Tagen dann nur noch
ein Part pro Tag rauskommt. Weil es einfach zeitintensiver wird. Boah, Philipp, was machst du denn da? Das ist kein Curb, auf dem man eigentlich langfahren kann. Aber wir gewinnen wieder Zeit. 2,2. Der Bereich mit den Tunneln macht richtig Bock. Ich habe eigentlich keine Angst, durch Tunnel zu fahren. Ich finde das eigentlich sogar relativ geil, durch den Tunnel zu fahren. Ich habe da jetzt nicht so die große Angst davor. Aber hier die Umgebung mit den Bergen, weil um die Berge oder durch die Berge besser gesagt, hier lang zu fahren, das ist so geil. Und Teneriffa, das ist einfach so geil, auch mit dem Berg. Mit diesen schnellen Kurven. Der Bereich macht auch richtig Bock. Okay, mit dem Tourenwagen oder mit dem Formel-1-Wagen zu kommen, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das richtig fetzt. Mit den Geschwindigkeiten. Gut, in den Kurven wäre man natürlich langsamer. Ne, man wäre vielleicht eventuell auch sogar noch schneller. Ja, jetzt sind es nur 3 Sekunden, oder? Mehr sogar. 4,7. Okay, die hat zugemacht. Ja, gelernt und wieder raus. Und sich hinlegen. Warum? Ja, aber ich hab den. Alter, ich hab den Vorsprung. LOL. Okay. Ja, gut, dass das die letzte Runde ist. Vielleicht kommt er damit natürlich nochmal näher. Aber wir haben jetzt einen Sturzvorsprung, das ist viel. Für 100 wohlgemerkt. Schon 40 Kilometer gefahren. Alles klar. So. Jetzt außen den Körper nicht mitnehmen. Ja, genau so. Da haben wir schon wieder locker eine Sekunde. 1,5 sogar. Okay. Mit voll. Ja, aber wird irgendwann lebensmüde. Jo, 18. schneller. Gefahren. So muss es auch eigentlich, dass man immer ein bisschen schneller wird. Bis man wirklich den Punkt erreicht hat, wo es nicht mehr besser geht für einen. Bloß nicht nochmal hinfallen, das ist das Letzte. Schon versuchen, schnell zu fahren, das versuche ich immer. Aber nicht mehr unbedingt nochmal sich hinlegen. Das wäre zu viel des Guten. Und dann kommt diese langgezogene links. Das Ding habe ich, glaube ich, auch in jeder Runde mitgenommen. Mit dem Ding mal die Neuschleife komplett, das sieht auch was. Alter, die ging voll. 5 Sekunden, ernsthaft. Hätte ich auch auf Maximum gehen können.
Ja. Gucken wir uns die schnellsten Rennrunden jetzt mal an, im Vergleich. Weil das war jetzt wirklich noch mit Abstand meine beste 2:47.818. Das war richtig gut. Gibt noch 2 Trophäen dafür. Alter Sack, alter Schwede. Wow. 5 Sekunden schneller. Das sagt alles aus, ne? Wie gut hier die KI ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Wild 3. Macht's gut, haut rein und tschüss.